Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, in dem ich euch zeigen werde, wie ihr euch eine Wasseruhr selber bauen könnt. Dazu benötigt ihr eine leere Plastikflasche, einen wasserfesten Stift und eine Stecknadel. Jetzt kann es auch schon losgehen. Jetzt stechen wir einfach mit der Stecknadel möglichst weit unten in die Flasche ein Loch hinein. Nun befüllen wir die Flasche mit Wasser. Dabei ist allerdings zu beachten, dass man das Loch mit dem Daumen abschließt. Nun markieren wir den Stand des Wassers mit einem wasserfesten Stift. Nun lässt man die Wasserflasche ausrinnen und markiert zu bestimmten Zeiten den Wasserstand der Flasche mit dem wasserfesten Stift. So, ich habe die Uhr ungefähr 16 Minuten jetzt rennen lassen und immer nach einer Minute eine Markierung gemacht. Man kann diese Markierungen natürlich frei wählen und man kann sie natürlich auch bis zum Ende fortsetzen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie man eine Wasseruhr macht und wir sehen uns beim nächsten Mal.